Ja, da sind wir wieder. Willkommen zu Part 7. Ich hoffe immer noch, dass ich bald endlich mal ein Pferd bekomme. Ich glaube aber, dazu müsste ich erst auf der Viehfarm einmal reingeschaut haben. Ist nur eine Vermutung. Schauen wir mal. Ah, ist doch nicht wahr. Stimmt, die haben ja bloß bis 16 Uhr offen. Mann, bin ich auch ein vergesslicher Mensch. Da wollte ich das euch jetzt zeigen und habe aber die Uhrzeit vergessen. Ja, schön, schön. Die Gurken werden bestimmt morgen reif, hoffe ich mal. Die Kartoffeln? Oh, schon 20 Uhr. Oh, ich würde sagen, ich gehe noch mal in die Höhle und sammle noch ein bisschen Silber. Nö. Nö. Nö, das auch nicht. Nein. Naja, okay. Ja. Manchmal hat man mehr Glück, manchmal weniger beim Sammeln. Na, nicht hängen bleiben. Ich freue mich schon auf mein erstes Huhn. Haben wir schon Holz gehackt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist schon wieder ein bisschen her. Nee, haben wir nicht. Leute, nutzt wirklich jeden Tag dazu, die paar Stücken Holz, die hier im Spiel zu finden sind, abzusammeln. Denn mit der ersten Upgrade-Stufe kann man zwar die Baumstümpfe bearbeiten, aber das dauert ewig und kostet natürlich Kondition. Und wir als Bauer, wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen, ne? Obwohl mit unseren Schwarzarbeitern sind wir natürlich gut dabei, wenn wir die immer schön bei Laune halten, dann werden die uns da die Arbeit abnehmen. Ich benutze sie auch immer ganz gerne, um für Tiere oder so stemple ich auch immer einen ganz gern ab. Wenn man dann schon ein paar mehr hat, lohnt sich das. Dann muss man nicht so viele. Die füttern die, melken sie oder sammeln die Eier ein, je nachdem, was anliegt, ne? Und Nummer 3. Ja, ist schon 0:30 Uhr. Haben wir Hündchen schon? Ja. Oh, stimmt. Ab 0 Uhr ist der Fernseher auch Zapfenstreich. Ey, Leute, ich habe morgen Geburtstag. Also. Hä? Ach so, ja, im Spiel ist ja schon der 9. Also erst übermorgen quasi. Zweimal schlafen im Spiel. Nicht im Real Life. Wäre ja ein Ding. Morgen scheint auch die Sonne. Wie schön. Ach ja, wenn morgen die Sonne scheint, dann können wir dich raussetzen, Hugo. Dum-di-dum-di-dum. Zuppeln wir das noch raus. Arbeit ist das halbe Leben. Der Rest, den kannst du nicht verleben. Oh, wenn ich die Baumstümpfe erstmal beiseite schaffen könnte. Die stören mich. Die sehen so kacke aus. Auf dem Feld sollte Ordnung herrschen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Garten aussieht. Na, wo willst du hin? Junge, nimm dich.
So. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, seht euch das an. Unser blauer Erntewichtel hat schon 5 Herzen. Ja, 4 und 5 Herzen. Okay, der arbeitet noch 3 Tage, 2 Tage, 3 Tage. Gut, gut. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 305. Oh, ist ja nicht besonders. Ja. Ach, ich hoffe, die Gurken sind bald soweit. Für ein Tütchen Gras wird's reichen. Also, das war jetzt nur so ein Kommentar. Die Sonne scheint. Ach, gehen wir der Erntegöttin mal wieder ein Blümchen. Ach, wer ist denn da? Wenn das nicht Tita ist. Du bist wiedergekommen. Danke für dein Geschenk. Willst du mit deinem... Ja, da laufen die Mädels. Ach, das blaue Gras. Wollte ich hier noch einsammeln. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Der Bauer dreht sich noch nicht dumm. Wo haben wir denn unseren blauen Wichtel? Da ist er. So, Pause vorbei. Ich bin auf dem Hof angekommen. Hey, das war nicht für dich. Genau, für dich war das eigentlich. Aber na gut, wenn der andere das Gröschen auch nimmt, soll mir recht sein. So, ich würde sagen, wir schauen mal im Laden vorbei. Vielleicht passiert ja irgendwas. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe mal, vielleicht passiert da was. Ich habe noch kein Gras bekommen. Ach, wieder nix. Hallo Schnecke. Hi. Kannst du auch noch was anderes sagen? Was kann ich für dich tun? Da fällt mir glatt ein Spruch ein, den ich in American Pie mal gehört habe. Los, Baby, blas mir ein. Nein, ist ja jugendfrei hier. Ja, nee. Geht hier heute überhaupt nichts ab? Mittelgang unten. Ich würde mal ein bisschen Hühnerfutter kaufen. Für unser zukünftiges Huhn, das wir uns hoffentlich bald kaufen. Ich habe beschlossen, es George zu nennen. George, das Huhn. Auf den Tisch gehauen. Ey, jetzt sag nicht, du hast schon... Ah, die haben schon geschlossen, Alter. Kann nicht wahr sein. Irgendwie habe ich... ich laufe zu viel rum. Scheinbar. Okay. Hatte ich den Honig? Ja, der holt jetzt unser Zeug ab. Mal gucken. Oh, das ist schon nicht schlecht, aber auch nicht super. Wir wollen ja schließlich irgendwie mal einen Huhn. Das kostet, soweit ich weiß, 1500. Ganz zu schweigen von dem Futter. Im Sommer können wir Mais anbauen. Da... Ja, das bringt zum Strand. Also ich hoffe, dass wir Karren bald mal irgendwie auf Lila bringen.
Denn bei Lila gibt es, glaube ich, ein Event mit im Supermarkt mit Blumen. Irgendwie war da was in meinem Kopf geblieben. Naja, werden wir auf jeden Fall nochmal sehen. Hey Schnecke. Darf ich das behalten? Ich liebe solche Dinge. Und ich liebe dich. Ach, ist das schön. Und nochmal, ach, du bist so nett zu mir. Ja klar, ich will dich auch in die Kiste kriegen. Wird zwar noch ewig und 3 Jahre dauern, aber okay. Kleinvieh macht auch Mist. Ach übrigens, ich habe euch ja mal von dem Spiel PS1 erzählt. Harvest Moon Back to Nature. Und in dem Spiel geht es halt auch in dieser Stadt und auf dieser Farm zu. Allerdings ist die Grafik, wie ich schon sagte, sehr viel besser. Und nicht nur die Grafik ist besser, auch ein bisschen anders gemacht, sag ich mal. Also da ist zum Beispiel der Opa, unser Großvater, von dem wir hier die Farm bekommen. Und ja, wir haben irgendwie 3 Jahre, um die Farm wieder zu dem Ursprungszustand zu bringen. Guten Morgen, meine Schwarzarbeiter. Und Zeit für uns auch mit den Dorfbewohnern müssen wir uns anfreunden, weil die uns sonst wieder rausschmeißen. Aber daran wollen wir uns mal nicht stören. Ich erzähle euch vielleicht später noch ein bisschen was darüber. So, schauen wir uns noch mal um. Also, ich bin ja wirklich neugierig. Also ich wundere mich eigentlich. Ich wüsste gerne, was passiert. Ich habe eigentlich heute im Spiel Geburtstag. 10. Frühlingstag, habe ich so angegeben am Anfang. Wer Part 1 gesehen hat, der weiß das. Und wer später dazu geschaltet hat, naja, der weiß es jetzt. So, ich werde mal versuchen. Leider Gottes habe ich wieder am Dienstag Geburtstag. Das kann ja nicht wahr sein. Also werde ich Karin erst am Strand treffen können. Aber das werden wir erst im nächsten Part sehen. Also liebe Freunde, bis zum nächsten Part. Tschüss!